Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Boflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Kaffee. Das Thema Kaffee ist immer ein Thema, was sehr spannend ist. Ist Kaffee gesund oder ungesund? Und es gibt das Land Brasilien, das kennt ihr. Das steht meistens für Samba, Fußball, die Copacabana. Aber Brasilien ist auch ein Land, das über 33% des Weltmarktes mit Kaffee versorgt. Also Brasilien, das Land, was Kaffee erstens auch trinkt, das ist in zweiter Position, aber auch, wo es am meisten produziert wird. Und ich möchte dir persönlich erstmal eine kleine Geschichte zu Kaffee erzählen. Es gibt in den, ich glaube, 9. Jahrhundert eine Überlieferung aus dem kleinen Ort Kaffa im äthiopischen Hochland. Und da hat man, Mönche haben damals gesehen, da ist so eine Gruppe von Ziegen. Die verhält sich irgendwie komisch, die ist total aufgepusht und läuft nur noch rum und der Hund hatte Probleme, die so ein bisschen einzufangen. Und dann hat man die beobachtet, was haben die gemacht? Und die haben so kirschenartige Dinge gegessen. Und das war so die erste Geschichte von Kaffee, die man so rausbekommen hat. Und man hat sogar an Ziegen schon gesehen, dass das Koffein, was im Kaffee drin ist, aufputschende Wirkung hat. Das ist die erste Geschichte, die ich dazu habe. Aber wir gehen jetzt darauf zurück, ist Kaffee gesund oder ungesund? Also, wir haben ungefähr 1000 Substanzen in einer Tasse Kaffee drin. Und ungefähr nur 100 sind davon erforscht. Und Kaffee gibt es natürlich in verschiedenen Darreichungsformen und auch in verschiedenen Formen. Da gibt es zum Beispiel den Arabica-Kaffee. Der hat 0,9 bis 1,4% Koffein. Der Robusta, der hat das Doppelte an Koffein drin. Und es kommt immer darauf an, welches Wasser verwendet man, welche Temperatur verwendet man, wie ist die Röstung. Also es gibt große Unterschiede. Und der Koffeingehalt ist auch unterschiedlich. Man hat zwischen 60 und 150 Milligramm pro 125 Milliliter an Koffein in einer Tasse Kaffee. Es kommt darauf an, beim Espresso ist es weniger als bei einem normalen Filterkaffee. Und wenn man vergleicht, so eine Tasse schwarzer Tee zum Beispiel, der hat immer die Hälfte ungefähr an Koffein. Der Vorteil bei Tee, also bei schwarzem Tee oder grünem Tee, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ist, dass die Wirkung des Koffeins länger anhält, nicht so starke Spitzen hat. Das ist beim Kaffee anders. Da haben wir eine starke Steigung und auch einen relativ starken Abfall wieder. Aber jetzt ist es wichtig, Kaffee wurde früher gesagt, man muss zusätzlich zu einer Tasse Kaffee muss man immer ein Glas Wasser trinken. Weil das ist ein Wasserräuber-Kaffee. Ist das so? Nein, ist es nicht so. Aber natürlich trotzdem gut, wenn du das Glas Wasser trinkst. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Aber es entzieht dem Körper kein Wasser. Das ist wichtig zu wissen. Also dieser Mythos, wenn du Kaffee trinkst, musst du mehr trinken. Das ist nicht so. Du musst zwar mehr auf Toilette, aber es ist so, du musst nicht theoretisch mehr Wasser trinken. Das ist aber trotzdem gut. Also mach's trotzdem. Es ist so, dass wir in Deutschland den dritten Platz an Kaffeekonsum haben. Das heißt, wir sind nach den USA, nach Brasilien, das Land, was am meisten Kaffee trinkt. Unser Getränk Nummer 1 ist nicht Bier oder Wasser, es ist Kaffee. Und Kaffee ist wirklich ein Volksgetränk. Wir haben sogar einen Tag des Kaffees, das ist der 1. Oktober. Und ihr hört es schon so ein bisschen, ich habe auch mal aufgeschrieben, wo sind positive Effekte und wo muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein bei Kaffee. Und wir haben bei Parkinson haben wir verschiedene Studien, die bei Parkinson-Patienten, die haben ja diesen Tremor, leichtes Schütteln. Und man hat getestet, dass wenig Kaffee, wenn die so 2-3 Tassen Kaffee am Tag trinken, dass das sogar besser wird. Das heißt, bei Parkinson-Patienten sollten die ruhig Kaffee trinken und das mit Koffein. Das ist nicht verkehrt. Den größten Benefit, den größten Studienergebnisse sind beim Thema Schmerz der Fall. Wir haben beim Thema Schmerz einen Rieseneffekt durch Kaffee mit Koffein. Dadurch würde ich auch immer empfehlen, wenn man starke Schmerzen hat, trinkt es nicht mit Wasser, trinkt es mit Kaffee. Und das mit Koffein natürlich. Weil wir haben eine schnellere Wirkung des Schmerzmittels und eine stärkere Wirkung, weil Koffein auch ein bisschen, das noch ein bisschen mehr pusht. Ja, also schneller und stärkere Wirkung des Schmerzmittels.
Dann gibt es eine ganz, ganz groß angelegte Studie von 2012 mit 37.000 Frauen, die im Endeffekt Diabetes genau untersucht hatte. Wie ist der Effekt von Kaffee auf Diabetes oder präventiv auf Diabetes? Und es kam eine sehr, sehr interessante Geschichte raus, dass die Insulinsensibilität durch Kaffeekonsum, ungefähr 4 Tassen Kaffee, also schon ein bisschen was am Tag, wurden da untersucht. Und das Krasse war wirklich, es hat einen unglaublich guten Effekt gehabt. Protektiv für Diabetes, aber auch für Diabetiker an sich. Dazu muss man aber immer sagen, von Mensch zu Mensch ist das alles unterschiedlich. Wenn du ein Kaffeetrinker bist, der schon seit Jahren Kaffee trinkst, ist der Effekt für dich weniger als für einen, der schon noch nicht so häufig Kaffee getrunken hat. Also, das ist immer auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei Herz- und Kreislaufpatienten hat man immer gesagt, oh, der Blutdruck geht hoch und man sollte das nicht so nehmen. Ist das noch so? Nein, ist es nicht. Kurzfristig, 20, 30 Minuten, geht der Blutdruck ein bisschen hoch, 10 bis 20 mm Hg, aber langfristig hat es sogar protektive Eigenschaften. Das heißt, Herz-Kreislauf-Patienten können ruhig 2 bis 3 Tassen Kaffee trinken mit Koffein, ist überhaupt gar kein Problem. Dann hat man noch einen Vorteil für den Darm. Wir haben eine schnelle Darmperistaltik, das heißt, du hast einfach eine Beförderung. Dagegen, negativ, es kann ein bisschen auf den Magen gehen. Das heißt, zu viel Kaffee auf nüchternen Magen kann zu Magenproblemen führen, hat aber nichts mit dem Koffein zu tun, sondern 1000 Substanzen in einem Getränk. Da sind einige davon dabei, die beim Magen die Probleme auslösen. Was gibt es noch? Wenn du zu viel Kaffee trinkst und bist es nicht gewohnt, kann das Nervosität und Zittern auslösen. Und da musst du wirklich drauf achten. Also versuch deinen Kaffeekonsum dann ein bisschen zu reduzieren. Man hat auch das gesehen, dass wenn ein Kaffeetrinker sehr viel Kaffee trinkt und hört dann abrupt auf, kommt es zu genannten Entzugskopfschmerzen. Das ist ein Punkt, den du beachten solltest. Das ist durch das Koffein bedingt und durch die Gewohnheit, die man dann hat, dass man Koffein und Kaffee benötigt, kommt das Symptom Entzugskopfschmerz daraus. Das ist ganz wichtig. Aber Langzeitstudien mit Kaffee sind nicht negativ. Das wurden sogar 14 Jahre getestet und Schlaganfall und Diabetes hat es wirklich einen positiven Effekt. Der einzige Punkt, wo ich wirklich darauf achten würde, und das ist bei Frauen häufiger als bei Männern, ist Osteoporose. Warum? Bei Osteoporose, wir hatten ja schon gehört, dass man mehr auf Toilette muss durch Kaffee, wird Calcium rausgezogen durch Kaffee. Und dadurch, dass Calcium eklatant wichtig ist bei Osteoporose für den Knochen, hat man bei Osteoporose-Patienten einen erhöhten Bedarf an Calcium. Das musst du beachten. Du musst nicht Kaffeekonsum runterschrauben, du kannst einfach deinen Kalziumkonsum einfach erhöhen. Das passt dann auch. Ja, welche Effekte haben wir durch den Kaffee? Wir haben zum einen einen starken Antrieb und Konzentrationssteigerung. Das heißt, die Müdigkeit geht runter. Wir haben für das Gedächtnis einen positiven Effekt. Man nennt auch Kaffee mit Koffein Neuroenhancer, also Doping für das Gehirn, also richtig, richtig gut. Warum ist das der Fall? Adenosin ist im Kopf dafür zuständig, müde zu machen. Und Koffein greift da an und blockiert Adenosin. Das heißt, die Müdigkeit geht zurück. Ja? Und dadurch bist du nicht so stark müde. Und eine Geschichte will ich dir noch erzählen. Das Gehirn wird durch Kaffee mit Koffein stärker durchblutet. Und wir haben eine Pflegeeinrichtung, die wir versorgen und dann gibt es immer die Unterscheidung Kaffee mit Koffein, Kaffee ohne Koffein. Und die meisten Älteren nehmen den Kaffee ohne Koffein. Was sie aber nicht wissen ist, dass man so ab 80, ja, Lebensjahr 80, wenn man Kaffee mit Koffein trinkt, sogar besser schlafen kann. Es ist so, ich habe das bei meiner Oma auch gesehen, die hat dann Kaffee, ich habe das einfach mal vertauscht, die hatte Kaffee ohne Koffein immer und da hat es dann nicht viel ausgemacht. Aber als ich den Kaffee mit Koffein gemacht hatte abends, da hat sie richtig gut geschlafen. Und das hat damit zu tun, dass das Gehirn stärker durchblutet wird, besser versorgt wird und der ältere Patient dadurch besser schlafen kann. Bei den Jungen ist es so, dass man eher
nicht so gut schlafen kann. Das heißt, da sollte man ab 17 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Also du möchtest abends noch ein bisschen wach bleiben. Aber bei älteren Patienten ab 80 ist es wirklich eine richtig, richtig krasse Sache. Wenn dir das Thema Kaffee gefallen hat und wenn du sagst, hey, das war spannend, dann lass mir auf jeden Fall Kommentare drunter. Ich freue mich darauf und bis aufs nächste Mal beim nächsten Video. Ich freue mich. Mach's gut, euer Frank.